Hallo Mitspieler, mein Name ist Daloriot und ich begrüße euch zur 20. Episode der 5. Staffel dieses Empyreon Let's Plays. Ja, vor mir meine Flotte. Wir haben ja noch ein dickes Schiff. Darf man auch nicht vergessen. Also hier mein Hoover, da mein Transporter und hier mein kleiner Allrounder. Ja, an der Basis hat sich auch ein wenig getan. Ja, Plattform fast bis wohin das Auge reicht, sozusagen. Hab eine ganze Menge gebaut, dass hier auch schön viele Schiffe landen können. Ich glaube, die Geschütze, die müssen ein bisschen weiter nach außen rücken. Ja, und ich habe hier an dieser kleinen Ebene letztens gebastelt und habe ja gesagt, dass ich noch eine andere Version da drüben ausprobieren werde und die habe ich dann noch übernommen. Also ich habe jetzt hier ein paar vorgelagerte Geschütze. Hier haben wir jetzt so einen Gang. Ja, ich finde, das sieht ganz nett aus. Ja, und irgendwas werde ich mir noch einfallen lassen, dass wir da auch runterkommen irgendwie. Machen wir mit F6 hier das UI an, aber die Texte möchte ich nicht. Ich könnte ja, hier habe ich mir die Mitte so ein bisschen markiert. Könnte ja hier beispielsweise irgendeine Tür oder so hinbauen. Oder das einfach so offen lassen, obwohl offen sieht ein bisschen kahl aus. Ja, eine Tür sieht auch mal ein bisschen krass aus. Ich weiß nicht, man könnte aber trotzdem das ein bisschen aufwendiger gestalten. Man könnte ihn hier nehmen. Könnte man machen, ja. Den drehen wir uns dann auch. Das macht ja mit der Position 1 und Endetaste. Wisst ihr mittlerweile sicherlich alles. So, dann nehmen wir den. Und den. Haben wir nun gewonnen. Eigentlich bloß ein bisschen Optik. So richtig viel Sinn macht das nicht. Ups, hallo. So, dann nehmen wir nämlich auch ihn hier weg. Ne, glaube ich, habe Gehwegplatten dabei. Ich habe eine ganze Menge dabei. Bin im Baurausch. So, die Kettensäge. Ich war auch zwischendurch Holz besorgen. So was. Holz. Machen wir ihn hier noch ran. So. Wir haben ja auch Schräge, ne? Ja. Doch gleich ganz hübsch. Na. Groß leer. Gehwegplatte wieder. Ist das die? Ne, ist schräg hoch. Das ist der. Ein wenig andrehen. Dann nehmen wir uns ihn. Den bappen wir von außen nach vor. Ups. Na. Verrutscht, sorry. Und weg. Ja, schon haben wir einen schönen kleinen Eingang. Den man vielleicht auch von ein paar Metern sieht. Mach ich mal zum Testen ein paar Meter. Oh, und da hinten, guck mal, da ist auch eine ganze Menge entstanden. Kommen wir noch zu. Jo. Springen wir wieder hier rauf. Wo, wir könnten jetzt auch mal unten lang gehen. Bin ich ja noch nie lang gegangen. Ein Einweihungslang gehen. Okay. Das ist natürlich ganz schön kahl. Ach ja, jetzt haben wir keinen Durchbruch an der Ecken. Den müsste man ja auch noch irgendwie anlegen. Irgendwie drunter und dann müsste da hier weitergehen. Ja. Ihn. Den drehen wir nach oben. Ja, das ist kein richtig glatter Übergang hier an den Ecken und ich kann jetzt hier auch keine Lampe oder eine Lampe könnte ich vielleicht noch direkt in der Ecke oder auf den Boden setzen. Ja, lassen wir zu. Okay. Gehen wir weiter. Und hier ist irgendwas passiert. Hier hat er schon wieder irgendwas gebaut, denn hier ist auch ein Ausgang. Ausgang mit ein paar Treppen hoch. Also könnten wir auch oben komplett rumgehen. So, und wir kommen hier auch rein in die gute Stube. Hier hat sich nicht ganz so viel verändert. Da ist auf jeden Fall ein komisches Loch in der Wand. Hier unten, das kennen wir schon. Ja, und wir können jetzt auch hier hochgehen. Und eventuell auch irgendwann richtig rum. Oder hier noch mit, was weiß ich, einer Brücke rüber. Da bin ich noch am Überlegen. Das gefällt mir hier auch nicht so richtig. Ja, bloß wir können jetzt auch hier keinen Block mehr ersetzen, weil die Gehwegplatte den Block macht. Bloß ich könnte die Gehwegplatte auch von unten ansetzen, dass ich hier oben noch irgendwas. Moment.
Gehwegplatte so schon richtig. Dann habe ich die tiefer gesetzt und ich kann natürlich die anliegenden Platten kann ich auch alle tiefer machen. So ungefähr. Ja, und sowas entsteht, wenn man einfach ein bisschen rumlungert, sich Gedanken macht. Was könnte hier in die Ecke, was könnte da hin? Dann nimmt man da mal einen Stein weg, setzt dafür einen anderen hin. Oh, diese Platte, die passt ja hier und so. Und so entstehen dann hier so eine Buden. Also ist nicht so, dass ich da vorher groß die Ideen habe. Was passiert denn, wenn ich, wo ist denn der, da ist er, wenn ich sowas darin setze? Sieht auch irgendwie komisch aus, oder? Puh. Ja, hier oben könnte man jetzt irgendwo draufstellen, wenn man es könnte, aber können wir ja nicht, weil wir es nicht können. Hä? Ich könnte ihn wegnehmen. Ich muss auch vorsichtig sein, der ganze Schrott hier. Also nicht Schrott, Entschuldigung. Da gibt es ja auch gewisse Instabilitäten in der Mitte, ne? Wie man sieht. Also es wird ganz schön dunkel da. Machen wir wieder zurück. Das N hier drückt halten. Und dann kommt hier diese Anzeige rechts. Man muss vielleicht mal auf irgendwas gucken, was nicht anzeigt. So wird hier. Wie könnte man es denn sonst machen? Man könnte... Was weiß ich. Das gibt es ja auch noch ein bisschen Stabilität, bin ich der Meinung. Eventuell. Machen wir nochmal. So, hier mit Licht an. Jetzt wird es dunkler. Wie hatten wir das? Wir hatten das hier. So hatten wir das. Ich mach lieber erstmal den. Weil wenn ich den jetzt hier setze, dann hängt er den an der Decke, glaube ich. Und das ist dann wieder mehr Gewicht. So. Und schon wird's heller. Ja, cool. Ja, sieht komisch aus. Sieht alienartig aus. Und so könnte ich doch eigentlich auch... Nee, könnte ich nicht, weil die sind ja zwei lang immer nach unten. Ja, und so kann ich dann hier die ganze Zeile hier oben umbauen. Kann auch hier durchspringen, wenn ich mal Langeweile habe. Ja, habe ich doch eigentlich nur gewonnen auf ganzer Linie. So, wir machen... die Geschichte wieder aus. Für das Licht hier habe ich immer noch keine Lösung. Ich glaube, ich lasse die Lampen einfach schweben. Kann ich mich auch zielt springen. Ja, und seht ihr ja. Am Ende lande ich nur im Krankenhaus. Ja, und ihr könnt dann natürlich auch irgendwann mal hier die Farbpistole rausholen. Aber ich bin noch so ein bisschen im Baurausch. So Blöcke setzen macht mir im Moment mehr Spaß. Mal da jetzt hier unter dem Parkplatz sitzen. Im Grunde genommen sind das ja eigentlich nur Säulen. Eigentlich. Schauen wir mal. So, der Garten. Verlangt unsere Aufmerksamkeit und mittlerweile auch halb im Schatten. Ich glaube, das muss ich auch ändern. Kann nicht versprechen, dass der Garten auf Ewigkeiten hier bleiben wird. Obwohl er hier schön nah an den Konstruktoren dran ist. So wird das natürlich immer auch gut. Bloß innen drin, die Konstruktoren stehen ja auch noch nicht da, wo sie wahrscheinlich... Ja, dann zum Ende stehen werden, weil die Ecke, die habe ich ja auch immer noch nicht aufgeräumt. Ja, weil ich auch noch immer noch nicht weiß hier, ob ich noch mehr Räume dazu baue. Das sind alle so Fragen über Fragen. So, ihr beide kommt hier hin, dann kann ich wieder 10 Kaffee machen. Ich schmeiße hier rein. Oh, habe ich mich verworfen. Gut. Ja, dann könnte man eigentlich auch mal eine Etage höher gehen. Ja, gehen wir hier draußen lang. Hier habe ich mir eine Rampe gebaut, weil ich da mit dem Hoover-Gerät hoch wollte und das war immer ein bisschen rumpelig hier. Ja, dachte ich mir, ich baue mir hier oben noch ein bisschen mal drauf, damit es noch ein bisschen aussieht. Ich wollte hier noch ein bisschen irgendwie mit Stützen so ein bisschen rumspielen. Oh, huch, da hat da jemand Karos auf dem Boden gemalt. Warum wohl? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, können wir hier hochgehen. Auch schon ein bisschen Glas eingesetzt, ist mir dann leider alle gewonnen. Ja, werde ich dann fortsetzen. Guck mal, hier können wir noch aufs Dach gehen. Kleine Treppen muss. Ja, ein Geländer hier ranbauen kann ich ja so nicht, weil wir da nicht die richtigen Steine für haben. Der deckt bloß für 45 Grad Aufgänge. Und das ist ein bisschen blöd. Ja, hier oben ist einfach begehbar. Und damit ich hier die Scheiben drin hängen konnte, musste ich hier so ein kleines Dreieck hinbauen. Weil ansonsten, wenn ich hier eine 3x3-Fläche drin baue, dann fällt das Glas durch.
Also auch ziemlich instabil. Vielleicht sollte man nicht drauf rumspringen. Ja, schon mal vorbereitet. Hier kommt jetzt auch noch überall Glas rauf. Ja, das ist das, womit ich mich hier die letzten vielen Stunden mit beschäftigt habe. Und ich glaube, ich war dann... Gucken wir nochmal dahin. Gucken wir komische Karos. Und ich war hier gerade am Gang bauen. Und zwar wollte ich ja auch wieder zurück in meine große Halle. Springen wir mal rein ins Loch. Und die Treppe fortsetzen. Wir nehmen uns ihn hier. Ah. Und dann ihn hier. Drehen tüchtig. Na. So. Bohrer raus. Und wir dürften eigentlich hier auch nicht weit entfernt sein. Ja, da reißt das auf. Ist ja wie geplant irgendwie. So. Dann macht man da ein Loch drin und dann sehen wir da einen Generator, der im Weg steht. So, anderen Stein mal bitte. Ein bisschen rumfegen. Und damit ich jetzt nicht zurücklaufen muss, könnte ich den eigentlich auch jetzt erstmal einfach nur wegdrehen. Oh ne, ich bin ja hier nur auf der Achse und das ist zu groß, das kann man nicht drehen. Ja, man kann bloß einmal ein Blöcke beispielsweise. Wo ist es jetzt? Hier ist es. Ihn hier könnte ich jetzt hier so drehen. Aber ich glaube, der saß ganz richtig. Gut, das ist im Grunde genommen einfach bloß ein Durchgang in die Halle gegenüber. Das wird dann irgendwann mal wahrscheinlich irgendwie so aussehen. Ja. Und hier ist immer noch die Parkbucht. Hier war eine zweite Parkbucht. Die musste ich wegnehmen, aber die habe ich weggenommen. Ja, und dann kommt jetzt das Ding hier. Ach so, jetzt ist auf Rotieren. Einmal weg. Dann habe ich den Generator in der Tasche. Na, mit was für einem Strom läuft denn hier eigentlich die Bude jetzt? Obwohl, Licht ist ja aus. Ne, läuft ja auch nicht. Generator, ja, dann klebe ich den einfach nochmal irgendwie in die Ecke. Obwohl, in die Ecke sollte irgendwann der Constructor. Und dann habe ich das Ding schon mal in der Hand. Komm her. Bumm. Machen wir es so. Das ist ja erstmal aus dem Weg. Licht ist auch wieder an. Alle, Dude, wie voll seid ihr? Eigentlich ganz voll, ne? Und so. Und so. Dann können wir euch eigentlich auch hier irgendwo erstmal hin. Obwohl, so mitten ins Bild will man sie ja eigentlich auch nicht haben. Und vor allen Dingen sind ja T2er-Tanks. Ich dachte, das wären 3 Tanks. Oben, warum gehst du nicht weiter rein? Will ich weiter rein? Weil jetzt will er. Ich hänge die einfach erstmal hier unter die Wand. Kann man ja auch machen. Ordnungsgemäß befüllen. Hallo? Ihr werdet auch noch irgendwann wandern, verspreche ich euch. So, und dann haben wir eigentlich hier in der Ecke nur noch die Munitionskiste. Wieder versenken, weil ich das schön finde. Munitionskiste. Eigentlich brauchen wir die kaum. Weil hier kaum noch geballert ist, aber einfach wollen wir machen können. Wollen wir die hier irgendwo bunkern? Vielleicht. Wir haben so viel Raum und. Pass auf. Hier. Bumm, Loch. Moment. So. Damit kann ich mich gerade noch arrangieren. Der Dreck, der dahinter ist. Mein Gott, den sieht man so nicht. So.
Hier wieder rein. Aus den Augen, aus dem Sinn. So, den Constructor jetzt umstellen ist ja eigentlich keine so leichte, beziehungsweise keine so schwierige Sache. Was hat A, ist da noch zu tun? B, muss ich den ja ausräumen? Dafür muss ich mein Inventar leer machen. Aber ich habe schon mal so ein bisschen vorbereitet. Das Ganze senken wir natürlich noch ein bisschen ab. Und die letzte Ecke ist ja auch sauber. Irgendwie. Ja, dann können wir hier schon mal... Jetzt hat das Ding richtig einschachten. Um zu gewährleisten, dass sich dich jemand von unten an unseren Constructor anbuddelt und da komische Sachen macht. Na, hallo. So, so. Und fertig. So, da kommt die Büchse dann drin. Ihn hier muss ich ja auch umbauen. Da muss ich ja auch. Im Grunde brauche ich bloß hier eine Düse ranbauen und einen Sitz. Damit das Ding einfach nur gerade nach gegenüber an die Wand da fährt. Und ob das so hinhaut, habe ich kleine Düsen irgendwie irgendwo mal. Ich habe mal eine gefunden, ja. Eigentlich brauchen wir dann nur noch einen Sitz, um das Ding zu steuern. Jetzt mal gespannt. Da wart. Oh, brennt doch gleich. Sehr gut. So, und du bist jetzt beschäftigt, oder was? Moment. Brechen wir mal alles ab. Sagen, wir möchten nur... Oh, was ist denn das? Ist das jetzt ein Hoover-Dingens, oder... Eigentlich müsste das ja für beide dann sein. Den hier bräuchte ich. Und funktioniert auf KR und BG. Kleines Raumschiff und Bohnengleiter. Ding wieder anmachen. Habe ich ein bisschen beschleunigt. Das dauert normalerweise länger. So, ich hätte gerne Ansicht von außen. Scrolle mal weg und gebe Gas. Meter pro Sekunde. Gut, das ist ein Hoover-Gerät. Das heißt, da müsste eventuell so ein Hoover-Dingens überhaupt runter. Weil so klebt das Ding ja mehr oder weniger auf dem Boden. Scheiße, hätte ich mal ein normales kleines Raumschiff genommen. Ich glaube, ist das ein Raumschiff? Ist das ein Hoover? Muss ich mal selber gucken. Du bist ein Hoover. Ist doch Hoover, ne? Bin ich ja im Moment auch ein kleines bisschen überfragt. Ja, Raumschiff nehmen, Leute. Wenn ihr sowas auch macht, nehmt hier Grundkern Raumschiff und nicht wie ich Hoover. Raumschiff. Weil Raumschiff hätte das gereicht. Eventuell fehlt noch ein RCS. Wo ist ein RCS? Braucht man ja bloß, um hier die Mausbewegung umzusetzen. Ohne RCS würde es in eine Richtung fahren, bin ich der Meinung. Ist ja ärgerlich. Das ganze Ding abbauen, die ganzen blöden Kisten leer machen, da habe ich ja überhaupt ja keine Lust drauf. Wie stelle ich mir das vor? Ich müsste praktisch so ein Hoover-Teil runterbauen. Das heißt, irgendeine Kiste rausnehmen. Ist hier eine Kiste? Oh, die ist leer. Hier bauen wir schon mal Hoover-Lumpe. Hier, das ist... habe ich das schon geskillt? Hoover... Ah, da kommt es nämlich. Machen wir mal gleich alle, damit wir nicht wieder irgendwann davor stehen. Schwebesystem. Platten nehmen wir natürlich auch gerne. Gucken wir noch hier, was das Feine gibt. War da noch was? War da mal was? Ja, da war noch was. Sommer. Oder mit einer dickeren Düse. Kommt man ja gleich wieder auf Ideen. Nee, war da noch was? Rechts oben oder so? Nee, wir sind nicht auf Ufer. Wir sind ja hier so. Und so. Muss ich ja hier. Haben wir alles.
bauen wir hier so einen Knopf. Und mach mal vier, falls wir mehr brauchen. Oh, ich habe bestimmt noch kleine Steine irgendwo. Hier so weit meine ich. Euch werde ich nicht brauchen. Kommt mal weg. Bumm. Ah! Ah, ich krieg doch nie genau positioniert. Obwohl mit Absenken. Hier einen Constructor rausnehmen. Oh, der ist ja auch gerade leer. Das ist natürlich günstig. Und so. Und so. Oh. Oh, 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 oh. Zwei. Im Grunde genommen hätte ich doch ja nichts dafür rausnehmen müssen. Das ist doch auch im Grunde wieder völlig dumm. Ich hätte ihn doch einfach hier so ranbappen können. So wie ich es jetzt hier auf der Seite machen werde. Einmal hier und einmal hier. Aber so kann ich ja nicht an der Wand dran fahren. Okay, hier muss ich dann was rausnehmen, so wie es aussieht. Nö. Und zwei Generatoren werden auch reichen. Was ich aber hätte auch machen können, ich hätte, weil ich ja auch kleine Würfel dabei habe, nee, hätte ich nicht, weil dann hätte ich ja Abstand zur Wand. Erzähl doch nicht. So, habe ich jetzt die Dinger wiederbekommen oder hat sie zerlegt? Nee, ich hab sie. Ja, Professor, hast dich. So. Mal gespannt. Wir gehen wieder auf Außenansicht. Ich drücke Y, die Karre geht an. Und wir. Ich würde mal gerne ganz unten bleiben. Ich würde die Spur ungern verlieren. So, wir sind 5 cm, 14 cm. Nee. Ja. Und habt ihr gesehen? Wir hängen. Oh, oh, fuck. Nicht rinfallen. Wir hängen ein bisschen rüber. Das heißt, ob das reicht, wenn ich jetzt die Düse einfach jetzt hier in eine andere Richtung schieben lasse? Beziehungsweise einfach drehe. Guck mal her. Mal so ganz die Faulen. Zack, zack, zack. Guck nach der Seite. Wir steigen ein. Ich habe Außenansicht vergessen. Aber hat was gebracht? Habt ihr gesehen? Na, das wird ja jetzt ein Käse, das Ding wieder anständig hinzuschieben. Obwohl, ich stelle den Konstruktor einfach rechts daneben und schiebe mich dann mit dem Teil ran. So wird's gemacht, Leute. So oder irgendwie in der Art. Ey, oh, oh, oh. Er will fliegen. Er will unbedingt fliegen. Der Drachen will fliegen. Okay. Juti, haben wir wieder viel Spaß gehabt? Ich gehe mal raus hier. Bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich war krank. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.